вас в телевизоре будем показывать. Виталий. А? В телевизоре. Прическу сделать. Куда ли навести? Помаду намазать. So, meine Lieben, wir sind bei der Tür Tanja. Ja? Wir besuchen sie und sie ist unsere Nachbarin. Und heute zeigt sie uns, wie man, wie heißt das überhaupt? Nee, Spinnen heißt das glaube ich nicht, oder? Ich weiß mal gar nicht, wie es heißt. Also auf jeden Fall haben wir die Schafswolle, ja, die wir auch hier geschnitten haben. Vielleicht kann Jeanette einen Auszug machen, wie das ausgesehen hat. So ein Henkel, wo man drauf sitzt, mit so einer Tafel dran gemacht. Und dann tut man mit Fingerspitzengefühl das dann anordnen. Und dann ist es schon ein bisschen Hightech. Ja? Hier ist ein Motor, wo man die Geschwindigkeit verstellen kann. Und durch die Zirkulation wickelt sich hier die Wolle auf. Ja? So funktioniert das dann. Wenn es die Wolle gut ist, dann klappt das natürlich viel besser. Ja. Наша шерсть не так плохая, да? Ну, у вас другая. Другая просто по структуре. Тянется лучше. Что другое? У вас там она вот, я добавляю тут. Also die Stromschwankungen hier am Zimmer wird es automatisch schneller und langsamer. Ja. Und die Schafswolle, jede ist anders, also jede Schafswolle ist auch nochmal spezifisch. Deswegen ja. So sieht es aus. Also ihr wisst ja, ganz früher war eine Schnur mit so einem Pendel. Ja. Dann meine Oma hatte noch so eins, wo man mit dem Pedal macht und so ein Riesenrad. Holzrad, ja. Vielleicht kann mir meine Mama ein Bild schicken, das steht, glaube ich, bei uns noch irgendwo zu Hause. Und das ist jetzt so die etwas neuere Variante schon mit Motor. Und ja, das wird nicht vorher gewaschen. Da, не надо сначала мыть. Как есть, так и есть, да? И потом сидеть. Пряжу. Тут можно постирать. Потом вязать чистое было. А потом уже, когда постирать, когда уже носки связали, да, например? Нет, ну, то как. Только, es gibt unterschiedliche, manche tun die Schnur waschen, manche tun tatsächlich stricken, so, und dann waschen. Seht ihr, wie das gemacht wird? Wird immer ein ganz bisschen von der Wolle geholt. Und die Maschine, die dreht es dann. Ja, und dann wird da ein Faden oder Wolle draus. So, und jetzt? Jetzt bin ich dran. Jetzt bist du dran, ja. Aber schaut mal, so sieht das Ganze aus, dieses Gestell. Ja. Und da setzt man sich jetzt drauf. Na, dann platziere dich mal, Mäuschen. Opa. Das ist jetzt sehr interessant. Also, schalten wir mal. Dies hier. Aber wie mache ich das jetzt? Naja, jetzt ziehst du mal einfach los. Und dann, aber geht es auf die langsamste Stufe?
Ja, das dreht sich zwar schneller, aber es wickelt nicht so schnell ein. Ja, jetzt. So, Mädel, schaut mal. Ja, heute ist auch die. Zieh mal auseinander mehr. Die Perucitis. Ja, so funktioniert das. Und zwar haben wir wie viele Säcke? Ich glaube, wir haben 3 oder 4 Säcke. 4 Säcke haben wir. 4 Säcke, ja. Also die Jeanette, die hat beide Hände voll zu tun. Irgendwie haben wir es hinbekommen, dass die Schnur wieder da ist. So, oh, jetzt ist schon wieder gerissen. Der zweite Anlauf. Also, ein bisschen langsamer gestellt. Also ich glaube, wir werden uns so ein Ding anlachen. Hä, Mäuschen? Wir werden uns so ein Ding anlachen und uns mal vergnügen, ja? Ja. Also, im Endeffekt wird das einmal aufgewickelt und dann werden 2 Schnüre genommen und die werden nochmal miteinander verwoben. Und dann hat man die Möglichkeit, Socken und Schal, Handschuhe. Ihr könnt auch mal jetzt hier, weil ihr könnt ja nicht drauf sitzen, ihr habt ja nicht so, seid ihr nicht so schwer, dann fliegt das runter. Jetzt könnt ihr mal probieren. Versucht mal schon mal mit den Fingerchen. Ganz vorsichtig mitzuziehen. Ich führe es und ups. So, jetzt sind wir schlauer geworden. Hier ist der Regel für die Geschwindigkeit, die Drehgeschwindigkeit. Und hier ist eine Stellmutter, wo ein Widerstand bildet, damit, wenn es erst durch eine bestimmte Umdrehung die Schnur gespannt hat, wird es aufgedreht. Ja? So, jetzt versucht es die Emily. Ja, aber ganz ehrlich, nicht einfach, gar nicht einfach. So, so langsam kriegen wir es raus, wie das funktioniert. Und jetzt ist die Emily dran und gleich noch die Kate. Ja, der Widerstand ist besser eingestellt. Das heißt, erst ab einem Moment zieht er dann, wickelt er das auf und das andere äußere zwirbelt er das sozusagen zusammen. So, und jetzt müssen wir immer versuchen, gleichmäßig zu ziehen. Also es ist wirklich anstrengend, ja. Aber wie ihr seht, haben wir schon etwas Wolle hinbekommen. So, die nächste ist dran, die Kate. Runterziehen, okay? Mit der anderen Hand. Genau, und ich halte die Schnur. Und jetzt machst du es gut. So funktioniert das Ganze. Also wir üben weiter, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Wir verabschieden uns und üben weiter. Tschüss. Tschüss. So, geht. Jetzt bist du dran.